Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Und zwar heute mit einer Mega-Theorie über Komurasakis Teufelsfrucht und wie diese genutzt wird, um Wano zu befreien. Sie und Kiyoshiro führten uns die gesamte Zeit hinters Licht. Auf diese Idee bin ich gekommen durch einen Kommentar eines meiner Abonnenten. Und zwar Weidengraben One Brother, der unter eines meiner Videos schrieb: Habe gestern einen Kommentar unter einem YouTube-Video gelesen. Dort geht die Person davon aus, dass Komurasaki die Theaterfähigkeit hat und ihr Tod nur ein Schauspiel war. Und das brachte mich auf eine Idee, die Großteile des Wano-Plots erklären könnte. Dies Video wird in drei Teile geteilt sein. Zuerst, weshalb Kiyoshiro und Komurasaki möglicherweise der Retainer und Hiyori sein könnten. Dann erzähle ich euch, was ich glaube, Komurasakis großartige Teufelsfrucht ist. Und zu guter Letzt, welchen Plan die beiden haben und wie sie ihn ausführen werden. Aber wie immer, ja, ihr wisst, was jetzt kommt, nach einem kurzen Intro. Ich habe ja bereits in einer älteren Theorie gesagt, dass ich glaube, dass Komurasaki Momonosukes Schwester Hiyori ist und Kiyoshiro der Retainer, der bei ihr blieb. Wie ich darauf komme, erkläre ich euch nochmal im Schnelldurchlauf. Bis dato wissen wir von beiden nicht genau, wo sie sind. Da die Grenzen von Wano geschlossen sind, ist es aber auch schwer, Wano Kuni einfach so zu verlassen. Natürlich, Kinemon, Momonosuke, Reise und Kanjuro haben bewiesen, dass es geht. Aber es ist sicherlich nicht einfach für einen Retainer und ein kleines Mädchen. Also besteht zumindest die Möglichkeit, dass beide sich immer noch in Wano befinden. Seltsamerweise hat uns Oda auch nie das Gesicht des Retainers gezeigt. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wieso? Dabei gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir kennen diesen Charakter bereits, oder es ist ein Charakter, den wir im Laufe der Wano Kuni Story kennenlernen werden, aber von dessen wahren Identität wir nichts wissen sollen, damit die Story spannend bleibt. Und da kommt Kiyoshiro ins Spiel. Er wird uns vorgestellt als ein Charakter, der keinen Respekt vor Orochi hat. Er taucht genau im nächsten Panel auf, als eine von Orochis Leuten sagte, vor 20 Jahren sind alle bösen Menschen gestorben. Zufall? Im Augenblick halten wir Kiyoshiro noch für einen Handlanger von Orochi, also einen bösen Charakter. Wäre interessant, wenn dieser sich am Ende als guter Charakter herausstellt, und dies könnte auch erklären, warum der Retainer nicht gezeigt wurde, da wir von diesem Plot-Twist natürlich im Vorfeld nichts wissen sollten. Zudem ist es merkwürdig, dass Kiyoshiro im letzten Kapitel, nachdem er Komurasaki tötete, diesen Zettel von Kinemon in der Hand hatte, den im Moment alle Verbündeten von Kinemon bekommen. Auch im Schloss von Orochi lächelte Kiyoshiro die ganze Zeit. Bis Orochi anfing zu reden, dann verstummte sein Lächeln. Bis zu dem Zeitpunkt, als Kinemon erwähnt wurde, dann lächelte Kiyoshiro wieder. Auch bei Hiyori besteht die Möglichkeit, dass sie Komurasaki ist. Wie gesagt, die Möglichkeit, dass Hiyori Wano Kuni verlassen hat, ist verschwindend gering, da sich dieses Land eben von der Außenwelt abgrenzt und auch die Gewässer vor Wano Kuni nicht gerade ungefährlich sind für ein kleines Mädchen, trotz dass dort ein Retainer ist. Doch was hat sie dann in den letzten 20 Jahren getan? Der Retainer wird Hiyori sicherlich über die Ereignisse mit ihren Eltern aufgeklärt haben, sowie auch über die Prophezeiung ihrer Mutter. Großgezogen vom Retainer kann man sich gut vorstellen, dass in ihr der Eifer steckt, dass sie Rache üben möchte an Orochi und Kaido. Zudem bin ich mir sicher, dass sie an die Prophezeiung ihrer Mutter glaubt. Dies ist ein weiterer Grund, weshalb sie gar nicht von Wano Kuni verschwinden will, denn sie will bei Orochis und Kaidos Untergang in 20 Jahren sicherlich dabei sein. Doch was machte sie in den 20 Jahren? Sie baute sich ein neues Leben auf als eine andere Person. Und zusammen mit dem Retainer erarbeitete sie einen Plan zur Befreiung von Wano Kuni. Denn das Einzige, was sie im Moment hat, ist Zeit. Ein weiterer Hinweis, dass Komurasaki nicht die ist, die sie vorgibt, ist ihre Kyuubi-Maske, die sie während ihrer musikalischen Auftritten anhat. Sowie wenn ein neuer Akt in Wano Kuni beginnt,
denn dort sehen wir immer Komurasaki mit ihrer Kyubi-Maske auf der ersten Seite. Der Kyubi, oder auch neunschwänziger Fuchs, ist ein sehr gerissener Yokai in der japanischen Mythologie. Eine seiner bekanntesten Fähigkeiten ist das Shapeshiften. Der Kyubi kann sich in einen Menschen verwandeln, um so seine Opfer auszutricksen. Deshalb glaube ich, soll die Kyubi-Maske ein Hinweis seitens Odas sein, dass Komurasaki sich auch sozusagen verwandelt hat, beziehungsweise ihre Person geändert hat und sie nicht die ist, als die sie sich ausgibt. Und wer könnte ihre wahre Identität besser sein als Hiyori? Die einzige weibliche Person bisher, dessen Aufenthaltsort uns noch ein Rätsel ist. Sei deinen Freunden nah, aber deinen Feinden noch näher, trifft hier sehr gut. Auch im letzten Kapitel haben wir nochmal einen schönen Hinweis bekommen. Und zwar sagte Komurasaki, sie würde nicht vor Orochi knien, denn sie ist die Tochter eines Kriegers. Ist dies ein Hinweis auf Oden? Und so ganz schwach scheint sie ja auch nicht zu sein. Immerhin konnte sie Orochi heftig schlagen mit nur einer Ohrfeige. Jetzt werden natürlich einige sagen, dass mit der Zeit von den 20 Jahren haut das wirklich hin. Naja, überlegt mal, wenn Hiyori damals so 6 bis 7 Jahre alt war und immerhin war sie jünger als Momonosuke, dann wäre sie heute so 26, 27 Jahre alt. Das könnte doch ganz gut passen zu Komurasaki. Und bei Kiyoshiro, wir wissen nicht, wie alt der Retainer damals war. Vielleicht war er noch recht jung, 15, 16, 17 Jahre alt, dann wäre er heute so Ende 30. Das würde ich Kiyoshiro gut abkaufen. Und möglicherweise hat sich zwischen den beiden wirklich eine Art Romanze über die Zeit rauskristallisiert. Dann dürfte Kiyoshiro auch gar nicht so viel älter als Hiyori sein. Aber dies ist mal nur so eine kleine Randnotiz. Kommen wir nun zu Komurasakis Teufelsfrucht. Und zwar bin ich durch den in meinem Vorwort genannten Kommentar auf eine spannende Idee gekommen. Was ist, wenn Komurasaki eine Teufelsfrucht gegessen hat? Und zwar die Kabuki-Teufelsfrucht. Bevor ich erkläre, was es mit dieser Teufelsfrucht auf sich hat, möchte ich euch erstmal erklären, was Kabuki denn genau ist und wieso es in Wano eine Rolle spielen könnte. Wenn wir im Westen über Kabuki reden würden, würden wir es eher unter den Begriffen Schauspiel bzw. Theater einordnen. Kabuki ist nichts anderes als ein traditionell japanisches Theater. Es bestand aus Gesang, Pantomime und auch Tanz. Das Kabuki entstand in der Edo-Zeit, wo das Tokugawa-Shogunat regierte. Das Tokugawa-Shogunat schottete Japan im Jahre 1603 von der Welt ab. So wie es nun auch mit Wano Kuni ist, was vermuten lässt, dass auch Wano Kuni zur Edo-Zeit spielt. Begründet wurde das Kabuki von Okuni, einer Miko aus dem Izumo-Schrein. Okuni war bekannt für ihre unglaubliche Schönheit. Eine weitere Anlehnung an Komurasaki? Das Kabuki selbst basierte auf dem religiösen Nembutsu Odori, dem Tanz zur Anrufung Buddhas, welches von Okuni um erotische Gesten erweitert wurde. Das Kabuki wurde recht schnell von anderen Gruppen übernommen, wobei es häufig zur Prostitution kam. Wiedermals eine Anlehnung an Komurasaki. Ein Kabuki-Stück besteht meist aus 5 Akten. Im Lauf der 5 Akte steigert sich die Dramatik des Stücks. Der erste Akt ist sehr ruhig. Im zweiten und vierten Akt gibt es meist spannende Kampfszenen, wohingegen der dritte Akt voller Dramatik und Tragik steckt. Der fünfte Akt bringt das Stück dann zu einem kurzen und befriedigenden Ende. Auch Oda hat Wano Kuni in Akte eingeteilt, momentan befinden wir uns noch in Akt 2. Immer, wenn ein neuer Akt eingeleitet wird, sehen wir auf der ersten Seite Komurasaki mit ihrer Fuchsmaske. Der erste Teil von Wano Kuni war recht ruhig und einfach eine Einleitung. Jetzt in Akt 2 beginnen langsam die Kämpfe. Sei es Ruffy gegen die Handlanger von Kaido, Komurasakis Disput mit dem Shogun oder möglicherweise im nächsten Kapitel Ruffy gegen Queen. Das heißt, dass im nächsten Akt laut dem Kabuki also viel Dramatik und Tragik kommt. Und wir haben im letzten Kapitel schon einen Hinweis bekommen, dass Akt 2 demnächst endet und Akt 3 bald beginnt. Denn mit Komurasakis Tod fängt die Dramatik und die Tragik an. Wir sehen, wie alle Leute ganz Wano Kuni und selbst der Shogun selbst erschüttert und traurig sind, dass sie gestorben ist. Mit dem Höhepunkt dieser Tragik glänzend in dem Moment, wo Kiyoshiro Komurasaki tötete.
Nun aber zu ihrer Teufelskraft. Denn ich denke, dass Komurasaki mit ihrer Teufelskraft eine Art Schauspiel ausführen kann. Ich habe ja zuletzt schon mal ein Video veröffentlicht, wo ich mich gefragt habe, ob Komurasaki ähnlich wie Brooke die Kraft der Musik hat. Was, wenn ihr Gitarrenspiel am Anfang des letzten Kapitels Teil ihrer Teufelskraft war? Möglicherweise ruft ihre Musik eine Art Halluzination hervor oder startet das Kabuki. Ich denke, dass die Teufelskraft Komurasaki selbst mit beeinflusst. Sozusagen, alles was nach dem Spielen des Liedes mit Komurasaki passiert, ist nur ein Schauspiel. So auch ihr Tod. Am einfachsten vorstellbar ist es, wenn man einfach sagt, ihr Tod war letzten Endes nichts anderes als eine Halluzination, ausgelöst durch ihre Teufelskraft. Ein weiteres Indiz, dass dies tatsächlich sein könnte und dass Kiyoshiro in den Plan eingeweiht war, könnten auch seine letzten Worte zu Komurasaki im letzten Kapitel sein. Als er mit dem Schwert vor ihr stand, sagte er zu ihr: Du hast es nun wirklich getan, Komurasaki. Bist du vorbereitet? Und Komurasaki antwortete einfach nur mit: Ich bin's. Natürlich könnte man nun einfach sagen, ja, er meinte, dass sie Orochi schlug und sie auf ihren Tod vorbereitet sein soll. Aber man könnte es auch tiefer deuten, als Hinweis Odas, dass dies geplant war und Komurasaki mit dem Aktivieren ihrer Teufelsfrucht alles vorbereitet hat. Würde auch erklären, warum Komurasaki lächelte, als Kiyoshiro mit dem Schwert vor ihr stand und sie keine Miene verzogen hat oder auch nur Andeutungen von Angst hatte, als Kiyoshiro mit dem Schwert auf sie zurannte. Diese Teufelskraft würde auch noch eine andere Sache erklären, und zwar weshalb Komurasaki zu einer Kurtisane wurde. Man könnte sich ja schlecht vorstellen, dass sich die kleine Hiyori prostituieren würde, nur um an den Shogun ranzukommen. Dies muss sie mit ihrer Teufelsfrucht aber auch gar nicht. Wenn sie ein Date mit einem ihrer Freier hatte, spielte sie sicherlich auch immer ihr Lied zu Beginn. Da dieses Lied nun mal eine Art Halluzination auslöst, wenn es um Komurasaki geht und nichts wirklich passiert, sondern es sich dabei um ein Schauspiel handelt, dachten die Freier am Ende auch immer, sie hätten tatsächlich Sex mit Komurasaki gehabt. Dabei ist dies nie passiert, sondern nur in ihrem Kopf, als eine Art Trugbild. So konnte Komurasaki auch zur berühmtesten Kurtisane aufsteigen mit ihrer Schönheit und ihrem Skill im Bett. Denn die Halluzinationen zeigten den Sexakt immer genau so, wie die Freier es am liebsten hatten. Man könnte auch ihre Teufelskraft aus Spaß in 5 Akte teilen. Akt 1 war das Spielen des Liedes, eher ruhig und nichts Spannendes. Akt 2 war der Kampf gegen Orochi, als sie ihn schlug. Akt 3, die Tragik und Dramatik war ihr eigener Tod. Akt 4 wäre ein erneuter Kampf von Komurasaki. Und Akt 5 wäre die Beendigung ihrer Teufelskraft und das Ende vom Shogun. Vielleicht bekommt sie ja noch irgendeine Kraft durch die Durchführung der Akte, aber das ist nun mal eine kleine, fixe Idee gewesen. So, jetzt habe ich euch schon mit Informationen zugebombt, aber ich bitte euch noch etwas die Augen aufzuhalten. Denn nun kommt der letzte Part dieses Videos, und zwar Kiyoshiros und Komurasakis großer Plan. Auch diesen Plan kann man wieder in 5 Akte teilen. Akt 1. Kiyoshiro und Hiyori wussten, dass in 20 Jahren laut der Prophezeiung ihre Verbündeten kommen werden, um den Shogun aufzuhalten. Deshalb entwickelten sie einen Plan, der genau 20 Jahre dauern würde, aber zum Fall vom Shogun und Kaido führen würde und zur Befreiung und Öffnung von Wano Kuni. Der erste Akt ist einfach nur die Vorbereitung dieses Plans. Sie konnten natürlich nicht mehr sie selbst sein, sonst wären sie gefangen genommen worden und möglicherweise sogar getötet. Also mussten sie sich andere Identitäten suchen, aber nicht irgendwelche, denn sie wollen an den Shogun und Kaido rankommen. So übernahm Kiyoshiro über die letzten 20 Jahre hinweg den Platz des Yakuza-Bosses, um so Geschäfte mit dem Shogun machen zu können. Er erschlich sich langsam das Vertrauen des Shoguns und kann ihn so immer beobachten und ist ständig in seiner Nähe. Mit seiner eiskalten Art würde auch niemand denken, dass er den Shogun verraten würde. Und das ist genau das, was er wollte. Hiyori hingegen wurde zur Kurtisane Komurasaki. Als Frau in der frühen Edo-Zeit im echten Japan sowie in Wano Kuni hat man es deutlich schwerer, in eine hohe Position zu kommen. So blieb ihr kein anderer Weg als der Weg
der Kurtisane. Denn dies waren die einzigen Frauen, die dem Shogun nahe kamen. Wie vorhin bereits erwähnt, war ihr Aufstieg so rasant und sie wurde die berühmteste Kurtisane aufgrund ihres formidablen Aussehens sowie ihrer Teufelsfrucht, mit der sie mit Halluzinationen ihren Freiern weismachte, sie hätte wirklich den aufregendsten Sex mit ihnen gehabt. Mittlerweile sind beide so nah an dem Shogun, dass der Plan in den nächsten Akt übergehen kann. Akt 2. Wie im Kabuki-Spiel ist im Akt 2 der Kampf im Vordergrund. Dieser Kampf fängt schon mit Ruffy und Co. an, die so langsam gegen verschiedene Leute aus Kaidos bzw. Orochis Reihen kämpfen. Aber auch Komurasaki begann einen Disput mit Orochi, welcher sogar handgreiflich wurde. Und dies Ganze mündet dann in Akt 3 ihres Planes. Akt 3. In Akt 3 im Kabuki-Spiel geht es um Dramatik und Tragik. Und dieser Punkt ist erreicht, als die in Wano beliebte Kurtisane Komurasaki von Kiyoshiro umgebracht wird. Wir sehen im letzten Kapitel, dass im Grunde ganz Wano um Komurasaki trauert. Doch das war nicht der Plan. Mit dem ganzen Schauspiel wollten sie Orochi diskreditieren. Sie wollten Orochis Ruf schaden, denn immerhin ist er schuld an der ganzen Sache, die letzten Endes passiert ist. Weil er an die Märchengeschichten glaubt und ein kleines Mädchen töten wollte, nur weil sie lachte. Darum musste die geliebte Kurtisane Komurasaki sterben. Dies lässt Orochi sicherlich in der Gunst in Wano tief sinken. So tief, dass Kiyoshiro, welcher sehr beliebt ist, entweder Orochi tötet oder den Platz des Shoguns einnimmt. Vielleicht auch erst nach einem Kampf zwischen Zoro und dem Shogun. Aber auf jeden Fall wird Kiyoshiro seine Position einnehmen. Somit wäre Orochi schon mal besiegt. Und Kiyoshiro als neuer Shogun steht noch näher an Kaido. Und der Beginn von Akt 4. Akt 4. Hier gibt es im Kabuki-Spiel wieder einen Kampf. Und dies wird der finale Kampf gegen Kaido sein. Und hier wird Kiyoshiro eine wichtige Rolle spielen. Denn er wird unsere Protagonisten auf dem Laufenden halten, wo sie was finden, die gegnerischen Bewegungen, ihre Stärken, ihre Schwächen und möglicherweise wird er ihnen auch noch einen Vorteil erschaffen, indem er die Gegner irgendwie abschwächt, sei es durch ein Gift, der Zerstörung einer Waffe oder ähnliches. Natürlich hatten Kiyoshiro mit den neuen Scheiden in Form von Kinemon und Co. gerechnet und nicht mit Ruffy und seiner Gruppe. Aber sie nehmen natürlich jede Hilfe an. Auch Komurasaki wird wieder dabei sein und uns ihre wahre Kraft als Kriegerstochter demonstrieren. Und dann geht es auch schon zu Akt 5. Akt 5. Am Ende werden sie Kaido besiegt haben. Wano wird geöffnet werden und Momonosuke und Hiyori nehmen ihre rechtmäßigen Plätze ein. Kiyoshiro und Hiyori werden als Paar Wano-kuni regieren. Denn ich glaube noch immer, dass sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung angebändelt hat in all der Zeit. Das war jetzt mal wieder ein langes Video. Was haltet ihr von meiner kleinen Theorie? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dies hilft mir sehr, sehr weiter auf meinem Weg zu den 300 Abonnenten. Und wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet, könnt ihr dies in Streamlabs tun. Oder schaut einfach auf meinen Let's Play Kanal Just Insane vorbei. Links wie immer in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao.